Okay, hier ist er wieder, der Void Doktor. Und zwar nach langer Pause zurück und ich habe inzwischen total vergessen, was wir machen. Irgendwas mit Schwertern suchen oder so. Ich sollte mir meine eigenen Kommentarbeschreibungsdingsdas mal wieder durchlesen. Ah ja, auf jeden Fall, wir suchten nach einem Schwert. So viel weiß ich schon. Da ist irgendwo ein gigantisches Schwert, das wir suchen sollten. Wirklich? Daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Wow, ich hätte doch früher wieder anfangen sollen. Ein großes Schwert? So, ihr Leute kamt her, um sie zu... Ah! An die Frau erinnere ich mich mit dem Fischglocke auf dem Kopf. Das war diese Meerjungfrau, die wir getroffen haben. Warum heißt die wie dieses Nervengift-Sarie? Ach egal, ich werde ja schon feststellen, warum, wie es weitergeht. Okay, hier ist ein Schatz. Mitsuchis Schatz? Ich weiß nicht, wie es genannt wird, aber ich weiß, dass es ein Schatz ist. Die Gerüchte sagen, dass es hier ein großes Schwert gibt. Aber das interessiert mich nicht. Oh, gut. Du solltest vorsichtig sein, wenn du da reingehst, Ariel. Ah ja, genau. Wer war nach diesem Geist der Lüfte aus diesem Dings da von Shakespeare, der Sturm benannt? Ja, an den Scheiß erinnere ich mich aber an die Story nicht mehr so gut. So, Moment. Weißt du etwas, was wir nicht wissen? Was versteckt sich denn da? Das findest du raus. So, sei kein Feigling. Gut. Also, viel Glück werden wir auch haben. Ach ja. Ach ja, sieht nicht so aus, als könnte ich... Was zum... Ihr seid doch jetzt schon, wer weiß, wie lange zusammen... Ach. Ah, na gut, die erinnern sich anscheinend auch nicht mehr an die Story. Let's go. Let's go, ready and rumble. Und mal sehen, wie steht's eigentlich um uns hier gerade? Okay, anscheinend sind wir jetzt hier und suchen immer noch irgendwas. Wenn ich nur wüsste, was das ist. Nein. Hey, Moment! Ach ja, genau, das war ein Schalter und... Ach, egal, Monster. Kommt her, wenigstens habe ich noch eine Axt hier. Und die scheint immer noch zu funktionieren. Autsch. Ey, fliegender Krake, lass den Quatsch. Ja, genau, das. Ha. Hier gibt Schleimmonster. Oder auch nicht, aber. Nimm das. Simpel genug. Kannst du doch machen, dass meine rote Leiste unten nicht erfüllt sind, weil das wäre schlecht. Es scheint, ja. Wir sind immer noch kräftig untergelevelt hier. Also jetzt 520, 6000. Na gut, geht auch. Okay, gut. Nee, damit können wir nicht draufschlagen, wir brauchen den Hammer. Ah! Weiter geht's. Ah, Lord Byron, persönlich. Ich bin gerettet. Dieses Wasser ist viel zu... ist Heimat von so vielen gefährlich. Mächtig, Kreaturen. Darum wollte ich über diesen kleinen Kanal nicht rüberschwimmen. Aber hast du einen Knall? Du hättest darüber springen können. Naja, der wollte seine Kleidung nicht dreckig und nass machen. Wirklich? Frau Nervengift schien sicher genug zu sein. Ist ja auch keine Meerjungfrau. Bitte, Ariel. Oder denkst du, dass sie gefährlich ist? Ja, wie hast du es denn geschafft, hier hinzukommen? Da. Oh, die Brücke war da, als ich das erste Mal rübergegangen bin. Aber dann ist sie plötzlich verschwunden. Ich hab den Knopf gedrückt. Warum? Du weißt genau, jeder könnte hier einfach reinmarschieren und den Schatz nehmen. Ich wollte nicht, dass irgendjemand kommt und ihn kriegt, bevor ich ihn haben kann. Ich glaube dir nicht. Der ist bestimmt das Gamescript dran schuld. So, du wolltest also uns wirklich Glück wünschen, als wir hierher kamen? Natürlich, weil mir wünsche ich euch Glück. Ich will nur nicht, dass ihr den Schatz findet. Ha, aber da ist der Fakt, dass ihr hier seid. Und das meint ihr seid nach dem Schatz, richtig? Ja, ja, Piratenkönig Byron oder wer immer Lord Byron ist. Vielleicht sollte ich das mal nachschlagen, hm? Was, ich dachte, Sarin war und sagte, sie wäre nicht nach dem Schwert. Das stimmt. Sie sucht nach dem selben Schatz, den du suchst. Okay, jetzt hört auf, mich zu verwirren, NPCs. Aha, ich wusste es. Sie sieht ziemlich stark aus. Sie könnte es dir wegnehmen.
Tja, naja gut, dann wird es wohl okay sein für sie es zu haben. Sie ist schön wie ich und gut aussehende Leute, die verdienen es zu gewinnen im Leben. Ah, Mann. Ha, ich kann dich nicht entkommen lassen. Ich bin hier der Schönste. Ich suche nicht nach einem Schatz, ich suche wie ein Schwert, das Dämonenklinge genannt wird. Und das kann nicht so viel wert sein, schließlich gibt es davon anscheinend 4 Kopien. Ich brauche so mein Dorf von einer bösartigen Beschwörungskreatur zu... Oh, in meinem Kopf verklang das viel besser. Tja, entschuldige für das. Ich hätte meine eigenen Gründe, warum ich nach diesem Schatz suche. Ich kann meine Suche nicht aufgeben. Selbst nachdem du mich gerettet hast und egal wie viele Dörfler vernichtet werden von diesem komischen Monster hast oder falls das überhaupt existiert. Was ist denn wichtiger als ein Dorf voller unschuldiger Leute? Ha, nur einer von uns kann den Schatz kriegen. Und das wird der Schatzjäger sein. Und das würde ich sein. Und ich ignoriere völlig, was du gesagt hast, denn ich bin böse. Und, oh, achso, ich dachte, er kämpft jetzt. Tja, was für ein Idiot. Los, wir müssen hinterher. Warum auch immer. Nun ja gut, da er sich mit der Geschwindigkeit des Platz bewegt, können wir ihn jetzt ignorieren. Dü-dü-dü. Was haben wir denn hier? Leer. Ach, ich hasse Schatzsucher. Egal. Kümmern wir uns lieber um den Platz. Wir müssen diesen Wasserdungeon schließlich noch... Oh, mal warte erstmal. Ich will hier mal wieder Krabbensalat machen. Okay, los, sterbt endlich. Haha, meine super Axt schlägt zu. So. Die Partnerin wird wieder aufgestuft. Diesmal bekommt sie anscheinend nur Magic Power. Wir wandern hier weiter rum. Schade, dass es hier nicht mehr so viel gibt, was man kaputt machen aufsammeln kann. Wo gehen die anderen Dungeons? Tja, mal sehen. Oh, ja, wieder Zufallskampf. Und genau die gleichen Viecher. Und im letzten Dungeon waren wenigstens ein paar Monster, die mir wehtun können. Oh, ey, jetzt habe ich wieder meinen Pech ausgelöst. Vielleicht beim nächsten Mal falle ich tot, oder? Hier. Oh, ich brauche doch wohl den Hammer. Gut. Ah. Versuchen wir den hier. Hä? Ah. Ganz so einfach, wie ich befürchtet habe. Man muss tatsächlich zumindest sein Gehirn aktivieren. So. Sandsteinerz. Naja, weil Sandstein ist ein Metall und darum hat es auch ein Erz. Oh Gott, dieses Spiel bringt mich nochmal um. Ah ja, und schon bestraft es mich wieder. Ja, aber wenigstens kann ich an euch abreagieren. Los. Ich mag noch nicht mal Tentakelfisch. Warum könnte nicht Sardellen oder sowas sein? Ah ja. Krach. Sandsteinherz. Schnauze. Oh je, das könnte eine Weile dauern. Ja. Oh ja. Oh ja. Los, Mann. Schnauze, Schnauze und Stirn. Schnauze und Stirn. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe wieder mal und schneide ein paar überflüssige Sachen hier raus. Ah ja, freu dich, Ariel. Aber leider stehst du jetzt nicht mehr vor der Kamera. Tada, bis zum nächsten Mal. Ah ja, und hier sind wir wieder. Ein paar nutzlose Schätze eingesammelt. Und, oh, neue Monster. Ah. Erstmal das hier erledigen, das Viech. Hey! Spezialfähigkeit. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir diesen Schleimkopf mal mit Magie einhängen. Hey, ja, gut, das wird. Okay. Oh, ich hab noch gewonnen. Oh. Ah ja, ich bin so ein bisschen außer Übung, aber dafür gibt es auch saftig was auf die Erfahrung. Und wir haben nur ein Dings da bekommen, das ist Dings da. Okay, gut, bevor wir jetzt den nächsten... Ups.
da habe ich zu lange gewartet. Erledigt. Okay, das sieht schon mal wieder typisch aus hier. Ich gehe mal lieber kurz auf High Layer. Naja, ich weiß. Ich sollte ohne deine Hilfe auskommen, ich bin eben zu gut. So, ich bekämpfe wieder mal Schleim mit der Axt. Ja, aber das andere, was ich an Waffen habe, ist vielleicht ein bisschen schneller, aber auch viel schwächer. So. Und wo waren wir gerade? Ja genau, wir wollten hier gucken, was hier lang geht. Und na gut, schauen wir, sammeln wir mal diese Medaille hier auf. Und Sackgasse. Okay. Ist auch nicht ganz unschlecht. Das wissen wir jetzt, dass wir hier nicht weiter können. So, hier. Zuerst mal flambieren wir dich hier. Der gefährlichere Gegner muss zuerst weg. Das mache ich jetzt hier mal zur Regel. Seid ihr dran? Ha! Ah ja. So langsam lerne ich auch wieder zu blocken. Leider immer noch im falschen Augenblick. So. Ach komm, Ariel. Wie viele Level bist du hier dazu gelangt? Geht schon weiter. Ich versuche jetzt den Schatz hier zu heben. Okay, das müsst ihr ja nicht die ganze Zeit miterleben hier. Ah ja. Naja, wisst ihr, wie das geht. Die Monster sterben. Kriegen wir wieder ein paar Erfahrungspunkte mehr. Was ich mal lernen würde. Rechtzeitig zu blocken. Ah, gibt mir Zeit wieder zu heilen. Okay, dann versuche ich jetzt mal dieses Block-Puzzle zu heben. Oh, ein neues Kampfmonster-Viech. Wieder eins mit tonnenweise Treffer. Ah, oh, verdammt. Ich hatte das. Angriff hier in den Willen. Autsch. Wieder eins direkt in die Fresse. Das erste Mal, dass es mich wieder so schlimm erwischt hat. Ha. Ja, dank dem dämlichen Spielsystem konntest du nicht entkommen. Ha, frisst das. Und ein Level up. Ah, Ability Points. Und diesmal habe ich zwei. Angriffskraft ist hoch genug, aber auch Verteidigung. Agilität dringend. Oh ja, und wir haben einen Kummer gekriegt. Wow. Gut nach hinten. Okay, wie geht das jetzt noch? So, jetzt spielen wir mal. Wo hauen wir drauf? Ein bisschen leer. Flup, flup. Nee, das war nicht der richtige Knopf. Wir brauchen grün. Ah, gut. Dann gehen wir mal hier lang. Oh ja, danke. Hm, okay. Das scheint ja diesmal mein Schmuck zu sein. Aber ich heile vorher erstmal ein bisschen. Ach du meine Güte. Okay, gut, das dauert noch. Stirb. Du guck mich nicht so blöd an. Ich schütze jetzt Axt gegen die Fresse. Genau. Ha. Wie ich mal zu sagen pflege. Und, oh, wir kriegen ein paar Bonus XP, aber nicht so viele. Na gut. Und weiter geht's. Jetzt schauen wir mal, ob wir es jetzt geschafft haben, zum Schatz zu kommen. Ja. Was ist drin? Oh, wow. Naja, gut. Zum Basteln an neuen Waffen ist das ja immer mal prächtig. Obwohl das für die meisten, die diese Videos gucken, wahrscheinlich der langweiligste Teil ist, mir zuzusehen, wie man neue Waffen zusammenschmiedet, beziehungsweise so tut, als ob. Ja, jetzt hört mal auf hier und benehmt euch. Oh, zu spät. Naja. Naja, was Neues für meine Sammlung. So. Jetzt experimentieren wir mal weiter rum. Sorry.
Nein, das war es eigentlich nicht, was ich experimentieren wollte. Oh ja. Oh ja, das mit den Blocken habe ich wohl wieder komplett verlernt. Okay, aber jetzt. Daran und grün. Grün. Und? Okay, es geht also nur in eine Richtung anscheinend. Fong. Okay, gut, ihr seid jetzt zumindest nicht so drastisch. Sterbt ihr beinahe schneller, als ich sagen kann, ihr geht, ihr seid ja da. Musst du die Axt im Auge behalten, damit sie nicht wie die Axt im Walde verloren geht? Ah ja. Okay, gut. Gut, es hindert mich ja nichts daran, mal hier unten nachzugucken. Aber es ist ja nicht noch eine Möglichkeit. Oh ja, genau. Genau, so geht's natürlich auch. Ach kommt, Leute. Probieren wir mal den Chainsmug aus. Ich wollte eigentlich näher dran, aber egal. Man sieht, das macht hier Spaß, ne? Na egal, du stirbst jetzt mal schneller. Dann hüpfen wir zu dir rüber. Und zeigen dir, was wir von deinen Fusimatenten hier halten. Ah ja. Ah, oh, jetzt hau auf wegzurennen, du. So. Wegrennen bringt nichts. So. Problem gelöst. Ändert es noch etwas, wenn ich hier drauf hau? Nee. Nichts. Okay, gut. Ist hier noch irgendwo was versteckt? Ah, ja. Das sieht nach Endboss-Time aus. Ich versuche jetzt mal ohne Magie zu erledigen, weil ich glaube, ich brauche noch bei dem Endboss hier. Ah ja, inzwischen haben wir also normale Gegner, die mehr Treffer haben als manche Endbosse am Anfang gehabt haben. Aber das ist in RPGs ja ohnehin Standard. Was man am Anfang als Bosse sieht, das ist wahrscheinlich irgendwann, wenn man Glück hat, mit einer anderen Farbe normaler Gegner. Ah ja, das hier war die Gesackgasse, also genau, es geht also hier weiter. Also gut. Heilen. Hier nehme ich jetzt mal Bandagen. Okay, und eine Kicker-Potion. Gut, der Rest kann ich mit Magie machen. Schauen wir mal auf meinen Support. Schauen wir mal, was wir hier stattdessen reintun können. Da. Stormwind. Nee. Enchant Weapon with Lightning. Nee, das, was ich hier habe, ist eigentlich schon ganz gut. Höchstens. Ah ja, das ist eigentlich praktischer. Das kann ich gleich am Anfang benutzen. Denn was mir hier noch einfällt, ist so, ja. Oh ja. Nehme ich die Dinger, die sind billiger. Für den Fall, dass ich da immer noch kämpfen muss. Okay, gut. Jetzt nehmen wir die schwere Axt und schlagen zu. Ich habe keine Ahnung, ob mein Dämon-Dings da aufgeladen ist. Stimmt, das hatte ich auch noch. Probieren wir es nach dem Endboss-Kampf aus. Until we win.